Malerische Landschaften, gemeinsame Momente mit Freunden und natürlich majestätische Monster. Monster Hunter Rise für Nintendo Switch steckt voller Augenblicke, die es sich festzuhalten lohnt. Und dank des Fotomodus geht das kinderleicht. Drücke einfach die rechte oder linke Richtungstaste so oft, bis du das Kamerasymbol in der Aktionsleiste ausgewählt hast. Durch einen Druck nach oben oder unten gelangst du in den Fotomodus. Alternativ lässt sich die Kamera über die Einstellungen einen Platz in den Tortenmenüs zuweisen. Betätigst du L, kannst du mit dem Analogstick besonders schnell einen Schnappschuss machen. Standardmäßig nimmt die Kamera deine Perspektive ein. Perfekt, um Aufnahmen von der Umgebung, Monstern oder deinen Buddies zu machen. Mit den eingeblendeten Tasten lassen sich Winkel und Bildausschnitt für die perfekte Aufnahme optimieren. Du kannst dich sogar noch frei bewegen. Möchtest du dagegen Selfies oder Gruppenfotos mit Freunden einfangen, drücke im Fotomodus den linken Analogstick. Dadurch übernimmt dein Kauz die Kamera für dich. Vergiss nicht, durch Y die Posen- und Gestenauswahl zu öffnen, um dich und deinen Buddy perfekt in Szene zu setzen. Wählst du ein Posenset mehrmals aus, wechselst du zwischen unterschiedlichen Haltungen. Deine Aufnahmen findest du anschließend über einen Druck auf X im Album. Hier kannst du sie nach unterschiedlichen Kategorien sortieren und deine Favoriten markieren. Mit deinen Fotos lässt sich aber noch viel mehr anstellen. Wie wäre es, wenn du eine Enzyklopädie an Monstern und einheimischen Wesen anlegst? In deinen Jägernotizen findest du alle wichtigen Informationen über die Lebewesen aus Monster Hunter Rise. Drücke Y, um die Standardillustration gegen eines deiner eigenen Werke auszutauschen. Die Gildenkarte wiederum ist deine Visitenkarte im Austausch mit anderen Spielern. Wähle also ein passendes Foto, um dich auszudrücken. Wirf doch mal einen Blick in deinen Raum. Das Haus rechts neben der Schmiede kannst du mit bis zu 3 deiner eigenen Aufnahmen nach deinen Wünschen individualisieren. Sprich dazu einfach mit deinem Palico-Haushälter. Übrigens, deine Aufnahmen werden ganz automatisch auch in der Galerie deiner Nintendo Switch-Konsole gespeichert. Von dort aus kannst du sie ganz einfach mit deinen Freunden über das Internet teilen.